Das Kameraequipment ist wieder repariert. Und das schon seit einer Woche. Wo sind die verdammten News letzte Woche geblieben? Konami. Keine einzige Neuvorstellung letzte Woche. Oh, diese Woche gibt's was. Da können wir das ja mal nachholen. Kaum zu glauben. Der Bastard hat tatsächlich sein Equipment repariert. Mamonichi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yugi News. Yo! Endlich wieder ganz normal und wieder hoffentlich so weit wie es geht, wöchentlich, solange die News-Vorräte reichen. Und die ersten News bin ich so ein bisschen wieder. Come on, Japan! Warum kriegen die sowas nicht? Die kriegen einfach magische Hüte als Kopfkissen, die man da kaufen kann. Was ist denn das? Warum kriegen wir solche coolen Promo-Aktionen nicht? Nein, wir kriegen immer irgendwelche Promokarten, Würfel und so ein Kram, aber sowas? Die haben letztes Jahr einen Topf der Gier bekommen als Tonkrug. Ich will sowas auch hier haben. Konami, please. Das ist cool. Selection 10 ist eines der neuen Sets, was für die OCG angekündigt worden ist. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, was da genau damit abgehandelt werden soll? Bei mir sind da so ein bisschen die Fragezeichen drüber, was genau der Inhalt des Sets werden soll. Gab's sowas schon mal vorher? Selection 9 und so? Für alle, die sich so langsam wieder zurück in die Turnierszene wagen wollen, hat Konami einen kleinen Ansporn mitgebracht, nämlich neue Locals-Matten für die OTS-Stores. Von September bis November gibt es dort eines der Drachen aus der Battles of Legend Armageddon, die ihr euch dort halt innerhalb der Turniere erspielen könnt. Ich will auch wieder Turniere machen, Mann. Wir haben den Spoiler für Dragons of Legend, die man quasi in Klammern sagen kann. Das ist die Special Edition der Rise of the Duelist, weil da kriegen wir jetzt die Vorschau-Promos für Phantom Rage. Und entsprechend wieder die Color Rares, die wir schon aus Legendary Duelist Season 1 gesehen haben. Und wenn wir schon gerade drüber sprechen, zu Legendary Duelist Season 2 ist jetzt auch mittlerweile ein bisschen angekündigt worden, wann es rauskommt und was so ungefähr der Inhalt sein wird, der damit abgedeckt wird. Wie zu erwarten war, waren es halt natürlich die Legendary Duelists 3 und 4. Überraschung. Yay. Und für alle, die sich auf das neue Dracheneinheits-Structure-Deck freuen, das jetzt mit einer Reloaded-Variante in der OCG rauskommt, wir kennen mittlerweile die Kartenliste dort drüben in Japan. Wir wissen ja oftmals, sind die Übereinstimmungen mit dem TCG-Set relativ nah. Manchmal sind das so 3 bis 4 Karten, die vielleicht ein bisschen gewechselt werden, aber da könnt ihr schon mal sehen, welche Karten dort mit drin sind und eventuell auch zu uns mit rüberkommen können. Und wir haben unter anderem halt auch noch eine neue Karte, die wir jetzt anschließend hier besprechen werden. Here I am. Rocky like a Dragoonity of the Hurricane. Und wisst ihr, an welche Karte die mich am meisten erinnert? An Ansturm der Feuerkönige. Es ist quasi das Äquivalent für Dracheneinheit-Decks. Und ich bin mal gespannt, ob es auch so eine zwiespältige Beziehung nachher haben wird, wie bei dem Feuerkönig-Deck. Weil dort ist es immer so, going second, ja, auf jeden Fall will ich diese Karte spielen. Und auf jeden Fall will ich sie resolven. Aber going first ist so, will ich das wirklich? Ich bin gespannt, ob das da der Fall überhaupt sein wird in Dracheneinheit oder ob man nachher sagt, je nachdem wie der Space im Main-Deck ist, ob das einfach quasi nette Karte ist nebenbei, weil man die Kombos ja auch sowieso ohne sie schon realisieren kann. Aber damit halt, wenn man Going Second geht, deutlich bessere Plays machen kann, sich durch deutlich mehr durchspielen kann, was der Gegner da hinlegt und einfach schneller in seine Kombos gehen kann. Ich bin gespannt, wie diese Karte nachher eine Wirkung hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Karte als stark empfindet, ob ihr die als sinnvoll empfindet oder ob ihr die wahrscheinlich als, was weiß ich, eine Karte empfindet, die nicht in das Deck gehört, weil Going Second wollen wir mit dem Deck nicht gehen und vielleicht ist es für euch auch nur Side-Deck-Material. Also ich finde die Karte sehr interessant und ich bin gespannt, was für eine Beziehung das nachher im Dracheneinheit-Deck insgesamt mit dieser Karte dann, ja, mit dem Deck zusammen lang bringt, kommt. Ich laber mich schon wieder hier zu Tode. Fühlt sich so an, als wärst du sowieso aus der Übung gekommen, oder? Ja, bisschen. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Episode. Ich hoffe mal, dass es innerhalb der nächsten Woche mal ein bisschen mehr Neuigkeiten gibt, weil momentan ist das so, boah, Durchstrecke Sommerpause. Nicht viel Neues da. Also viele Reprints hier und da, aber das sind keine richtigen Garten-News. Das sind Sachen wie die Quick Plays. Gott, das hat lange gedauert. Ich hoffe, ich hat soweit dieses Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.